Leute, im heutigen Video gucken wir den ultimativen Stufe 20 komplett vollgebufften neuen Helden Spirit Walker Corvus an. Und dieser Held hat so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man ihn spielen kann. Gerade spiele ich das Storm-Build mit dem, also das aggressive Storm-Build könnte man es nennen, mit dem Speer zusammen. Man kann aber auch ein paar andere Builds machen, die ich im Laufe des Videos noch erkläre, Leute. Es ist wirklich heftig, dieser Held ist einfach nur busted. Wir machen das Ganze natürlich auf welcher Karte sonst? Firing Range. Das hier ist ja wohl die Karte schlechthin, um den ultimativen Helden zu machen oder ultimative Türme. Also die Karte wird ja schon seit Ewigkeiten genutzt. Ich werde mal zwei Affenfarmer platzieren, beziehungsweise ich glaube, ich kann sogar drei platzieren hier so. Oh mein Gott, die sind nicht synchron, das nervt mich jetzt schon. So, dann ein paar Geldkisten abwerfen, weil wir werden richtig viel Geld brauchen, Leute. Mods gehen nämlich nicht, das heißt, wir müssen alles wirklich legit machen. Ich werde Corvus hier platzieren, so sieht er aus. Ich finde mega geil mit seinem fliegenden Zauberbuch und so, was mich übrigens voll an Asta erinnert. Ich weiß nicht, die Leute von euch, die Black Clover gesehen haben, wissen, was ich meine. Sehr cool mit dem Zauberbuch, was da auf jeden Fall rumfliegt. Und dann werde ich hier jetzt erstmal ein paar Farmen bauen. Also wie eben schon gesagt, Corvus hat verschiedene Spells. Wenn ich hier drauf gehe, seht ihr zum Beispiel die Spells. Wir haben hier einmal den Speer, wir haben hier Repel, wir haben Echo, wir haben Haste und wir haben Nourishment. Dadurch kriegen wir einfach alle Erfahrung in die wir, oder alles Mana, was wir haben, in Erfahrung. Also wenn ich jetzt 35 Mana nutze, zack, sind wir einfach Level 3 und haben hier ein bisschen Erfahrung gekriegt. Das ist komplett broken. Der Held macht komplett die Runde alleine, ohne Hilfe. Und du kannst ihn einfach total schnell leveln. Das ist wirklich heftig. Mit Level 4 kriegen wir jetzt hier, ja, der Spirit. Also das ist dieser Geist hier, diese Sorda, sag ich mal, die hier rumfliegt, die hier alle Bloons kaputt schlägt und teilweise eine Bloons mit einer Hand belegt. Also die macht halt die ganze Zeit Schaden. Und mit Level 4 haben wir jetzt einfach eine neue Fähigkeit, Soul Barrier und Trample. Okay, wir gucken uns die Fähigkeiten mal an. Also Speer, wenn ich das aktiviere, dann schießt er halt hier so diese Blitze hin und her und dieser Speer fliegt hin und her. Also er macht halt ultra viel Damage. Das kann man an- und ausmachen. Dann haben wir hier einmal Repel. Repel macht, dass er die Bloons alle zurückdrücken kann. Und wenn ich Echo mache, dann teilt er sich praktisch in zwei Geister auf, die dann immer, also ja, da machen ja zwei Geister mehr Schaden. Haste kann sich jeder denken, der Englisch kann. Haste bedeutet Schnelligkeit, dadurch wird halt das Movement Speed erhöht und das Turning Speed. Also ihr seht es jetzt hier, er ist komplett am Durchdrehen, fetzt hier richtig schnell hin und her. So, das muss man dann, das kann man dann auch wieder an- und ausmachen. Kostet 75 Mana. Ich weiß übrigens nicht, wie das heißt. Ich nenne das Ganze hier alles einfach mal Mana. Ich weiß gar nicht, gibt es dafür einen Überbegriff? Ja, Mana. Okay, es ist sogar Mana. Okay. Und dann haben wir hier Soul Barrier zum Beispiel. Dadurch werden wir jetzt Mana nutzen, um einfach Leben zu generieren. Guckt euch das an. Wir haben jetzt hier einfach ein Mana-Schild. Ein 100er Mana-Schild, ein 105er. Also das ist komplett krank. Du kannst halt einfach ein Mana-Schild benutzen. Und das funktioniert anscheinend auch im Schimpansen-Modus. Also dieser Held ist komplett busted. Das kann ich jetzt schon sagen. Es ist wirklich nicht mehr lustig. Der ist richtig, richtig stark. Und ich vergesse hier komplett einfach zu farmen. Also wir müssen hier richtig, richtig viel farmen, weil wir wollen ja wirklich den ultimativen. Ich werde das Ganze jetzt erstmal durchlaufen lassen und werde hier voll auf Farming gehen. Okay, Leute, kurzer Überblick. Wir sind mittlerweile in Runde 22. Ich habe noch nichts gemacht. Ich habe das ganze Mana, ich save das hier und er macht einfach alles alleine. Also das ist einer, also ich kann euch jetzt schon mal ein Safe Call geben. Dieser Held wird zu 100% genervt mit dem nächsten Patch. Mark my words, nächsten Patch, Corvus 100% Nerf. Er kann übrigens kein Unsichtbar sehen, das ist ein bisschen schade. Das heißt, ich werde ihm hier mal kurz ein Village hinkloppen, so. Und er kann anscheinend auch keine lila Bloons machen. Das heißt, ich muss ihm hier mal ein MIB geben. So, MIB mit Dschungeltrommel. Dann hat er schon mal seinen ersten Buff von vielen. Also Corvus ist einfach broken. Ich bin die ganze Zeit auf 800 Mana, Leute. Und wir sind in Runde 38. Und der Geist, wir brauchen einen Namen für diesen Geist. Es ist richtig wichtig. Also wir haben ja George, der übrigens im Moment nicht funktioniert. Mods funktionieren nicht. Und wir brauchen jetzt noch einen Namen für den Geist. Weil das ist jetzt unser neuer Homie. Wie nennen wir den? Ich brauche einen guten Namen dafür. Oh mein Gott, guckt euch an, wie der einfach so ein Ceramic Bloon komplett auseinanderprügelt. Das ist doch dumm. Das ist doch overpowered. Das ist doch einfach, das ist doch nicht mehr normal. Okay, ich glaube, jetzt muss ich langsam in Runde 39 Fähigkeiten aktivieren. Die zweite Fähigkeit von ihm ist relativ useless. Damit kann man hin und her springen über die ganze Karte. Aber wir wollen den ja eh hier oben behalten. Deswegen ist das Ganze in Ordnung. Und ich werde jetzt mal den Speer anmachen für Runde 39. Guckt euch das an. Ich mache den an und der vernichtet einfach die ganze Runde. Ist das krank. Aber das, man muss hier Dismiss drücken, weil der draint halt richtig viel Mana die ganze Zeit. So, kriegen wir einen Moab komplett ohne Hilfe hin? Ich glaube nicht. Ich glaube, er kriegt den Moab nicht ohne Hilfe hin. Sieht für mich nicht danach aus. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir machen mal Echo. Und wir holen einfach zwei von denen. Wie nennen wir die? Nennen wir die Timmy?
Timmy ist doch irgendwie ein... Oh, wir sterben, oder? Nee, er kriegt's hin. Er kriegt's hin. Wir nennen die Timmy. Timmy ist ein cooler Name. Ja, der wird jetzt Timmy genannt ab jetzt. Wir brauchen natürlich noch ganz schön viel Geld. Bisher macht Corvus das ganz gut. Ich denke, wir können jetzt erstmal chillen und warten, bis der maximales Level ist. So, ich habe mir jetzt mal den Stufe 20er Corvus gekauft. Also Leute, der macht jetzt hier gerade einfach komplett easy die Runden kaputt. Ihr werdet jetzt gleich in Runde 50 sehen. So Morb oder so hat gar keine Chance. Wir haben den noch gar nicht gebufft. Also ihr dürft nicht vergessen, der hat bisher nur Dschungeltrommeln. Das Ganze wird gleich komplett ausarten. Und der wird richtig, der wird gottlos stark. Also ich denke, er wird 200 Runden schaffen. Ich glaube wirklich, dass er 200 Runden schafft. Und das als Held alleine. Ich glaube, das wird richtig, richtig, richtig gottlos. Soll ich schon mal ein Permagebräu holen? Nee, ich glaube noch nicht. Ich glaube, ich hole erstmal, wir holen einen Alchemisten schon mal, beziehungsweise einen Ingenieur. Und mit dem werde ich jetzt 10 mal Ultra boosten. Ich hole mir noch hier einen Techbot, der muss doch irgendwo noch hinpassen. Ich packe den mal hier oben rechts hin. Der stört er nicht. So, hier drauf, zack. Und Corvus 10-mal overclocken jetzt. Der Geist wird nachher hin und her sich teleportieren, also Timmy. Timmy wird komplett ausrasten. Ich zeige euch mal nebenbei die Spells für die Leute, die noch nicht gesehen haben. Aber ich denke, die meisten haben schon das Bardo-Video gesehen. Der hat da nämlich schon den Helden vorgestellt. So, wir gehen mal auf Overlord. Ich mache einmal Overlord hier und bam. Bei Overlord explodiert Corvus, beziehungsweise Corvus sein Geist, also der Spirit Timmy. Und nach einer kurzen Zeit kommt Timmy dann wieder. Das dauert hier ein bisschen, wie ihr seht. Und danach ist Timmy wieder da und macht Schaden. Also diese Fähigkeit nutzt man, um, ja, Moabs oder so kaputt zu machen oder andere Dinge. Dann hat er hier seine beiden Fähigkeiten. Zack, wir haben wieder Full Mana. Wir können jetzt zum Beispiel den Spell hier mit der Hand machen. Dadurch verwandelt sich Corvus in so eine Hand und verschmilzt mit dem Buch. Und ihr seht, die Hand, oder beziehungsweise Timmy verschmilzt mit dem Buch. Und er prügelt hier mit der Hand einfach die ganze Ceramics kaputt. Der One-Shotted Moabs und Ceramics. Also, geisteskrank. Wäre die permanent aktiv, wäre dieser Held einfach viel zu overtuned. Dann haben wir Ember hier. Dadurch fangen Bloons an zu verbrennen. Guck, ihr seht, da ist so ein kleines Feuer, was er hinterlässt. Und alle Bloons, die da durchfliegen, machen einfach übertrieben viel Schaden. Dann haben wir Frostbound. Frostbound freest einfach die Bloons hier. Die er hittet ein und in der Nähe. Und wenn er die jetzt nicht one-shotten würde, wären die halt alle geslowed, was richtig, richtig stark ist. Außerdem haben wir hier Trample. Trample macht jetzt, dass er so über die Bloons drüber rennt. Ihr seht's. Guckt euch das an. Das ist einfach wie eine Sorderfähigkeit. Er reitet einfach auf Pferden und macht einfach übelst den Damage und fetzt da alles um. Voll geil. Dann haben wir hier Haste, das erhöht halt das Speed, das habe ich euch eben schon gezeigt. Wir haben Echo, dadurch werden wir einfach aus einem Timmy zwei Timmys, was ziemlich stark ist. Wir haben Repel, habe ich eben auch schon gesagt, durch Repel hauen wir die so zurück. Und hier, der Spell, die laufen jetzt einfach so durch, bis die halt aufgebraucht sind. Ich kann ja jetzt nochmal die Fähigkeiten machen, wir sind aber wieder auf 800 Mana. Storm macht halt so Energieblades, zeige ich euch einmal kurz, sieht richtig nice aus. Das sind hier diese ganzen kleinen Sachen, die irgendwo hin und her fliegen und Damage machen, auch sau heftig. Dann haben wir das hier, was man einfach machen kann und dann kommen diese ganzen Sachen, wie beim mittleren Tech-Shooter kommen einfach die ganzen Federn aus einem raus, was voll nice ist. Wir haben hier Aggression, dadurch wird er größer in der Size. Also das ist hier, die beiden Spells, Storm und das andere, das ist einfach, die kann man kombinieren. Und dann läuft das die ganze Zeit weiter. Guckt euch das an. Ich habe einfach jetzt gerade eine Kreation gemacht aus einem Blade Storm oder einem Super Maelstrom. Und guckt euch das an. Die ganze Zeit, das läuft jetzt die ganze Zeit weiter. Der hört nicht auf. Ich werde auch genug Mana haben, das permanent zu machen, weil man hier die ganze Zeit die Fähigkeiten aktivieren kann. Ich werde mal einen Techbot nehmen. Und den Techbot, den werde ich jetzt auf Corvus machen, dass er die ganze Zeit seine Fähigkeiten aktiviert, seine 1 und seine 3er Fähigkeit, dass er die ganze Zeit Mana kriegt. Guckt euch das an, einfach permanent hat er jetzt diese Fähigkeit. Das ist schon eine meiner Lieblingskombos. Ich mache das nochmal weg und dann mache ich mal hier Aggression. Dadurch wird er jetzt groß und böse und das kann man noch kombinieren mit Echo. Wo ist Echo? Hier. Dann haben wir zwei große Böse, die alles kaputt prügeln, was auch richtig, richtig heftig ist und es geht nicht weg, also die sind permanent da. Ihr seht's, ich habe das jetzt beides aktiv und beide hauen da jetzt komplett rein. Natürlich kann man hier jetzt auch zum Beispiel noch den Speer machen. Das heißt Speer und das Große. Und dann hast du hier den Großen, der rumfliegt und alles mit dem Speer umprügelt. Was auch saukrass ist. Also es ist wirklich, wirklich heftig. Und ihr seht, wir sind in Runde 63, Leute. Und wir haben absolut kein Problem. Wir haben hier den jetzt 10 mal overclockt, sonst haben wir noch nichts gemacht. Der macht die Runden so mega easy. Das ist richtig heftig. Ich denke, ich werde jetzt mal ein Permanentgebräu bauen. Und zwar hier.
Wir werden später, bufft er den? Trifft er den? Ja, tut er. Wir werden später noch ein paar Sonnengott-Tempel bauen und die anderen ganzen Buff-Tower-Leute. Aber vorher will ich erstmal so nur ein paar Buffs drauf haben, um zu gucken, wie krass er sein wird und wie lange oder wie viele Buffs er braucht, um bis Stufe 100 oder so zu kommen. Weil ich denke, ein BAD oder so wird er schon richtig auseinanderprügeln. So, wir sind jetzt in Runde 94 und ich glaube, hier treten jetzt die ersten Probleme auf. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch ein paar andere Fähigkeiten machen. Ich mache mal noch Repel, dass er hier die Bloons zurückdrücken kann. Weil ihr seht hier, es kommen sehr, sehr, sehr viele Sachen. Ich muss mal das Feuer noch anmachen hier, dass er Ember macht, also dass er einen Feuereffekt hat, damit er hier überhaupt Runde 94 schafft. Also ab 94 tut er sich auf jeden Fall schon ein bisschen schwer. Ich mache mal Echo noch an, dass er Echo hat, dass es zwei sind, die hier reinhauen, also zwei Teamies auf einmal. Und ich glaube, mit zwei Teamies auf einmal funktioniert das Ganze. Ich werde jetzt auch mal die Sachen langsam verkaufen, dass wir hier jetzt den Ultimativen bauen können. Also ich bin auf jeden Fall mega gehypt, Leute. Oh, sterben wir? Ja, wir sterben sogar. Okay, also wir brauchen wirklich hier in Runde 94 das komplette Prozedere, Leute. Ich verkaufe hier alles und wir gehen mal, wir fangen nochmal komplett an. Also, wir bauen erstmal hier einen Tempel. Dann baue ich hier unten noch eine XXL-Trap. Den Tempel absorbiere ich. So, wie ging das nochmal? Den Tempel absorbieren. Dann hier vorne Perma-Spike plus XXL-Trap. True Sun God. Okay, wir haben jetzt den True Sun God hier. Dann baue ich noch einen zweiten Tempel. Und zwar baue ich den... Wobei, eigentlich brauchen wir keinen zweiten Tempel, oder? Solange dieser Tempel jetzt ihn hier oben trifft, ist eigentlich alles in Ordnung. Das heißt, wir machen hier einen Homeland Defense. Dann machen wir hier einmal Call to Arms. Wir bauen hier versteckt Permanentgebräu. So, erstmal gucken wir jetzt, was für eine Reichweite er kriegt hier mit Permanentgebräu. Er ist noch nicht ganz... Oh doch, er ist in Reichweite. Guckt euch das an. Er hat den Buff. Auch wenn es so aussieht, als würde er ihn nicht hitten, er hittet ihn. Okay, das ist schon mal sehr big. Dann hole ich hier noch 1, 2, 3 von denen. Wir brauchen ein Planschbecken. Das kommt hier neben. Da packe ich einen Energizer rein, dass die Cooldowns alle ein bisschen runter sind. Dann mache ich hier einen drauf. Auf Corvus muss noch einer. Wir warten, bis das hier auf 50% ist, das Homeland. Machen dann hier noch drauf. Das heißt, wir haben jetzt 100% Uptime von unseren Buffs. Und okay, guckt euch das an, wie viel einfacher das auf einmal ist. Timmy haut einfach alles kaputt. Komplett. Jetzt ist komplett easy. Runde 95, er schlägt einfach wirklich alles zu Brei. Es ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Wenn ich Feuer anmache, wenn er den Feuereffekt hier noch überall hinmacht, das ist komplett krank. Das ist, der vernichtet Runde 95. Und zwar ohne, dass die obere Linie hier verlässt. Also die geht nicht mal auf die mittlere Linie. Er vernichtet fast alles auf der oberen Linie. Es ist so krank. So, können wir noch irgendwelche Buffs für Corvus holen, frage ich mich gerade. Wir haben den Buff, wir haben den Buff. Fehlt noch irgendwas? Also wir können theoretisch das hier bauen. Das funktioniert ja auch. Das bufft ja auch nochmal. Ich weiß gar nicht, wo sieht man diesen Buff? Sieht man den gar nicht mehr? Vom Energizing Totem? Sieht man das gar nicht mehr? Egal, ich baue das trotzdem. Was gibt's denn noch? Energizing Totem haben wir. Wir könnten theoretisch später mal noch den Attack Speed Buff machen. Also diesen hier, dass er noch schneller hittet. Ich meine, guckt euch das an. Wie schnell hittet der bitte? Wenn ich hier jetzt noch Doppelsplit mache. Guckt euch das an, wie der da drauf haut. Aber man muss sagen, so gegen Z-OMGs, gegen Gepanzerte, ist er echt nicht so stark, obwohl er komplett voll gebufft ist. Also da hat er auf jeden Fall ein paar Probleme. Aber, ja, trotzdem, der ist trotzdem so übertrieben stark. Das ist so krank, Mann. Das ist wirklich einfach völlig krank. Guckt euch das an, wie er die kaputt haut. Alle fangen an zu brennen und tschüss. Das war mit, ich glaube, hier Runde 98 und so hat er nicht so Probleme. Ich glaube, sein Problem ist eher Single-Target. Der hat sehr, sehr viel AOE-Schaden. Also wenn ich hier zum Beispiel Echo reinmache, dann, ihr seht, das ist einfach, was ist das für eine, ich komme mir vor, als wäre ich in der Disco, so viel ist es hier am Rumblinken und so. Ist wirklich ganz, ganz krank. Aber jetzt kommt der BRD. Haben wir genug Schaden für BRD? Ich mach mal das hier. Naja, so haben wir nicht so guten Schaden. Okay, Storm, was ist mit Storm? Storm ist, glaube ich, auch nicht so guter Schaden. Wobei... Storm trifft halt die ganze Zeit, ne? Storm könnte besser sein als das hier mit Attack Speed. Weil Storm, ihr seht's, macht die ganze Zeit übelst viel Damage, weil er die ganze Zeit mehrfach hittet. So, ich mach nochmal Storm an. Ich mach Speer an. Ich mach Aggression an. Wir haben alles an, Leute. Und wir haben es kaputt gekriegt. Wir haben den BAD kaputt gekriegt, Leute. Es geht also weiter. Wir haben Runde 100 geschafft. Es ist einfach nur krank. Recharge. Es ist so heftig.
Okay, ich will mal gucken, wie stark hier diese Might ist, wenn ich das use. Also ich use das jetzt mal. Oh mein Gott. Also er hämmert dann halt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, er trifft anscheinend echt... Also Might sieht komplett krank aus, wenn man das aktiviert. Das hat zwar lange Cooldown, aber wenn man das aktiviert, dann haut er ja die ganze Zeit so auf die Stellen drauf und macht wirklich, wirklich viel Damage. Ich muss nochmal Aggressor reinmachen, dass er hier ein bisschen mehr Schaden macht. Der hat wirklich fast permanent volles Mana, also es ist richtig heftig. Was natürlich auch cool ist, ist so ein ultimatives Mana-Game oder so. Die ultimative Mana-Challenge könnte man auch mal machen. Mit dem Magus Perfectus, der hat ja auch Mana, also dass man irgendwie auf eine Magier-Challenge geht oder so. Man kann jetzt so viele Sachen mit dem neuen Update machen. Ich bin auf jeden Fall richtig gehypt, Leute. Ich habe auch echt schon coole Sachen auf meinem anderen Kanal im Boss-Modus und so ausprobiert. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischalten, ist allerdings auf Englisch. Wir müssen mal gucken, dass wir hier vorne nicht sterben. Runde 107, aber Corvus ohne Probleme. So kennt man ihn. Geisteskrank. Absolut geisteskranker Held. Muss ich nichts zu sagen. Wirklich overpowered das Ding. Okay, ich probiere jetzt einmal Overlord zu usen. Es könnte aber sein, dass wir deswegen sterben. Overlord? Okay, Overlord macht halt einfach eine Explosion, die viel Damage macht. Und dann ist er halt wirklich kurze Zeit nicht da. Also ich glaube, Overlord lohnt sich wirklich gar nicht. Weil wenn wir uns das mal angucken, ich sterbe dann einfach. Er musste jetzt gerade helfen. Also Overlord, Leute, für mich im Moment der schwächste Spell. Ich mache mal Ancestral Might, dass er wieder hier mit der Faust haut. Das ist so krank. Leute, wenn man Ancestral Might reinmacht, haut er so viel Damage raus. Mit seinem... Ey, das ist so geisteskrank, wie viel Damage der macht, wenn er in dieser Faustform ist. Das ist wirklich insane. So, ich muss das hier wieder anmachen. Das ist die Kombo, Leute. Speer, Aggression und Storm. Ich sag euch, die ultimative Kombo. Das ist so heftig. Die macht einfach Runde 109. Keine Chance. Keine Chance. Okay, Leute, ich will nicht lügen. Ich bin jetzt mehrfach in Runde 118 gestorben. Also er kommt doch nicht so weit, wie ich dachte. Aber vielleicht benutze ich auch einfach die falschen Spells. Also ich werde jetzt gleich mal hier Ancestral Might benutzen. Habe ich jetzt gerade. Ich probiere jetzt ein Overlord-Play. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, Leute. Ich warte, warte, warte. Overlord? Ich höre, ich check Overlord nicht. Overlord ist wirklich echt nicht gut. Okay, also wir müssen es nochmal probieren. Wir haben jetzt gerade Ancestral Might an. So, ich mache jetzt hier Ancestral Might an. Der haut erstmal die ganzen DDTs kaputt, ihr seht's. Also das ist kein Problem. Dann mache ich jetzt Storm an plus Speer. Da ist ein Turm gerade durchgegangen, ein Bloon. Ist aber nicht so schlimm. Ich spam mir die ganze Zeit wieder die Spells. Ist gut. Und jetzt Aggression. Okay, passt, ne? Sieht fein aus für mich. Ja, wir sind in Runde 119. Okay, wir müssen jetzt irgendwie hinkriegen, den BRD kaputt zu kriegen. Und ich weiß nicht wie. Wir haben kein Mana. Wir haben kein Mana. Wir haben kein Mana. Okay, Echo. Storm. Sperr nicht. Da haben wir kein Mana für. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich glaube, drei sind zu hart, Leute. Sperr. Das hier. Nee, das wird nichts, oder? Ich glaube, Leute. Nee. Runde 119 ist Endstation, Leute. Ich habe alles gegeben, was ich konnte. Das ist Endstation. Corvus, der ultimative Corvus, schafft 119, also fast 119 Runden, Leute. Er hat insgesamt 8,5 Millionen Damage gemacht. Das ist, ich glaube, kein Held ist bisher so weit gekommen als ultimativer Held. Das ist wirklich absolut geisteskrank. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Corvus findet. Ich hoffe natürlich, ihr konntet euch denn alle leisten. 7000 Monkey Money ist schon echt viel. Falls ihr euch Monkey Money im Shop kauft oder so, könnt ihr gerne meinen Creator Code nutzen, um mich kostenlos zu unterstützen. Dann geht nämlich ein Teil von dem Geld, was ihr Ninja Kiwi gebt, einfach direkt an mich und nicht in Ninja Kiwis Tasche. Ist natürlich immer geil, um seinen Lieblingscreator oder so oder auch irgendeinen kleinen Creator einfach zu unterstützen. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Wir haben noch so viel mit dem Update vor. Bis morgen. Haut da rein und ciao.